ja schon wieder. Nein, warum? Adi, Adi, Schatz, nein, nicht, tu es nicht, es gibt doch gleich Bananen. Bananen! Adi! Adi! Und da hängt er da und guckt wie ein Arsch. So. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich will heute auch mal eine kleine Challenge machen, und zwar gegen Kanal Phänomenal. Diesmal bin ich am Drücker, ne? Die ganze Zeit hat er Challenges gemacht. Ich habe die versucht nachzumachen, bin kläglich gescheitert. Jetzt habe ich gedacht, bevor ich ein paar alte Sachen rauskram und sag, mach das doch mal nach, du Sau, ne? Habe ich gedacht, ich mache eine ganz neue Challenge und fordere den jetzt heraus. Ich war nämlich eben im Rewe und habe mir hier schön so ein Bündel Bananen geholt. Guckt euch die an, wie lecker die sind, ne? Frisch vom Baum, frisch gezapft. Fünf Bananen. Und diese fünf Bananen möchte ich jetzt innerhalb von einer Minute verspeisen. Ihr könnt ja nochmal nachzählen, dass es das wirklich fünf sind. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Adi, was sagst du zu den Bananen? Ist das dein Milieu? Ja, nicht? Klientel? Adi? Adi? Gut, wir legen die mal hier hin. Aber eigentlich ist es dumm. Eigentlich hätte Kanal Phänomenal diese Challenge machen müssen. Fünf Bananen in einer Minute. Und dann kommt der Ramses mit einem kleinen Trick und erleichtert sich die Arbeit. Wie genau, das zeige ich euch gleich, ne? Ich bin nämlich schlau. Ich habe einen Mixer, Bruder. Guck dir das an. Deswegen werde ich diese fünf Bananen jetzt einfach hier in den Mixer reinknallen. Werde die dann zerkleinern. Werde die dann in meinen auf die dicken Bierkrug, wo auch immer der ist, keine Ahnung, muss ich suchen, reingeben. Noch etwas Milch dazu und dann habe ich fünf Bananen in einer Minute. Hoffe ich zumindest. Muss ich nur noch auf Ex austrinken, wird auf jeden Fall ein ganzes Bierglas. Denn ich glaube, es ist unmöglich, fünf Bananen in einer Minute zu essen. Obwohl bei Kanal Phänomenal kann ich mir das vorstellen. Der isst einfach alles in einer Minute. Der kann die ja mal probieren zu essen, wie lange er braucht, bei fünf Stück. Aber ich bin schlau. Ich tu die mir klein machen. Wir melden uns gleich zurück. Wenn die klein sind, gucken wir mal, wie das aussieht, ne? Da muss man schon aufpassen, wenn man dieses komische Papier abzieht, dass die Bananen nicht komplett zersplättern, weil die schon so weich und gammelig sind. Andere Leute würden die wahrscheinlich gar nicht mehr essen. Andere Leute würden die wahrscheinlich komplett wegschmeißen, so wie die sind. Ich weiß auch gar nicht mehr. Die riechen auf jeden Fall schon herrlich, ne? Deswegen packe ich die jetzt einfach hier rein. Und das mache ich eigentlich öfters in letzter Zeit. Ich habe nur sonst eigentlich eine Banane genommen. Eine Banane ein bisschen klein gemacht, ein bisschen Milch dazu. Fand das eigentlich ganz lecker, so als Milchshake. Wenn die schon ein bisschen braun waren und die man nicht mehr essen konnte. Irgendwann hatte ich so viele Bananen, dass ich nicht mehr hinterherkam, die zu trinken oder zu essen oder wie auch immer. Und dann habe ich halt mal mehrere reingetan. Und so kam ich auf die Idee, pack doch einfach mal so einen ganzen Bündel da rein, mach doch einfach mal fünf Bananen und guck, was passiert. Ich werde das jetzt aber aufteilen. Erstmal auf zweieinhalb und nochmal zweieinhalb mit dem Kleinmachen. Die sieht verbrecherisch aus. Die würde ich hier liegen lassen. Aber guck, unten drunter ist das wunderbar. Deswegen beurteilt eine Banane nicht nach der Schale. Es kommt immer auf die inneren Werte an. Wenn die nämlich noch gut ist, habt ihr da gar nichts zu verlieren. So, jetzt hier den Deckel drauf. Wunderbar. Noch hier die Mütze aufgesetzt. Zack, alles ist jetzt voll mit Banane geschmiert. Ganze Pfote klebt. Ich glaube, ich habe den falsch rum, oder? Nee, der war richtig rum, aber der Rest hat nicht gepasst. Stehe ich nicht, Adi. Hast es wieder kaputt gemacht, ja? Hey, Digga. Das ist ja fast wie beim Flatty mit dem Dose öffnen. Jetzt setzt sich genau jetzt ist er drauf. Und wir machen. So, muss erstmal reichen, denn wir haben ja immer noch zweieinhalb Bananen übrig, die jetzt hier noch reinkommen. Kommt natürlich drauf an, es gibt Leute, die haben so einen Stabmixer,
da ist das wirklich wie ganz kleines Püree. Hier ist doch manchmal, dass da einfach noch Brocken da sind und du dann den ganzen Brocken in dich reinschlingst, aber vielleicht ist das auch nicht weiter tragisch. Ich habe mir das bei dem Milchreis auch so gedacht gehabt, hat natürlich nicht funktioniert. Habe ich mir gleich noch einen Beutel Milchreis gekauft, so ein Kilo Fass. Ich will das mit dem Milchreis auf jeden Fall nochmal probieren. Davon lasse ich mich nicht klein machen. Den Milchreis probiere ich nochmal. Wenn er nicht gerade aus Kühltheke kommt und etwas Zimmertemperatur hat und ein bisschen flüssiger ist, müsste das auf jeden Fall dann besser gehen. So, jetzt hier den Oschi wieder drauf. Jetzt ist der Abi hat gehauen. Adi, was ist denn? Woo! Ja, der rennt halt raus, keine Ahnung. Der Adi manchmal, der hört immer so Stimmen und weiß nicht, wo die herkommen und dann hat er immer Angst. Hier steht noch Milch. Übrig gebliebene Milch, keine Ahnung. Tun wir mal hier einen Schluck rein. Ja, das Problem ist, wenn da zu viel drin ist, geht das bis hoch an den Deckel und saut alles rum. Das dürfte gut gehen. Ich glaube, da kann sogar noch ein bisschen rein. Ist ja fies, je mehr Milch da drin ist, desto leichter ist es ja dann wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob das gesund ist. Wie viele Bananen darf man eigentlich am Tag essen? 5 Bananen auf Ex, Bruder. So muss ich den Titel nennen. 5 Bananen auf Ex in einer Minute. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe in einer Minute. Vielleicht brauche ich ja auch länger. Hier ist das Bierglas, ne? Das auf die dicken Bierglas. Deswegen nehme ich euch jetzt mal so rum. Mach den Deckel hier ab. Tu das Messer hier raus. Hui! Und alles vollgesaut. Das kippt man jetzt in das Bierglas. Perfekt, oder? Jedes Mal perfekt. Ich schaff's immer wieder, dass das Glas genau prall gefüllt ist. Etwas weniger Milch, dann wäre das Glas nicht so voll. Aber so ist das perfekt. So ist es schön bis am Rand. So müssen wir das machen. Ich nehme euch auch in die Hand. Hier seht ihr 5 Bananen auf die dicken, Alter. 5 Bananen innerhalb von ein... Ach so. Ich muss mal kurz das Handy noch holen. Das Handy vergessen. Ich brauche doch einen Counter. So, ich habe jetzt den Counter geholt. Ich wollte es eigentlich in die Hand nehmen, damit das besser aussieht beim Trinken. Wir haben den jetzt hier. 3 Sekunden Vorlaufzeit. Dann können wir trinken und können mal gucken, ob wir es in einer Minute schaffen. Erstmal Luft holen. Erstmal zur Besinnung kommen. Denn wenn wir so viel atmen müssen, dann braucht man mehr Zeit zum Schlucken. Auf jeden Fall 5 Bananen im Bottich drin. Wir drücken auf Start und mal gucken, ob es klappt. 3, 2, 1. Es war jetzt bei. Das Ding ist auf jeden Fall leer. Dieser Bananenmund ist auch herrlich. Das ist doch mal was Gutes, oder? Macht mehr gesunde Challenges, macht mehr Challenges mit Obst oder Gemüse. Glas ist leer. Wie ihr seht, ist nichts mehr drin, beziehungsweise gut. Zählt das noch? Das hat sich jetzt wieder abgesetzt. Ist nicht der Rede wert. Da steht 18 Sekunden. Ich werde mir nachher einfach nochmal ganz genau angucken, wann das Glas leer war. Ich weiß nicht, ob es zählt, wann es leer war oder wann man dann auf Pause drückt.
Sonst wäre das richtig krass, so 5 Bananen in 15 Sekunden, das wäre richtig nice. Bin mal gespannt, das ist auf jeden Fall der Challenge, die kann der Flatti sicherlich auch nachmachen und Natururin und Kanal, phänomenal natürlich. Nehmt euch einfach ein schönes Bierglas, 0,5 Liter und trinkt den mal leer. Beim nächsten Mal machen wir das dann mit Bier, 0,5 Liter, wie lange braucht man, um ein Bierglas zu exen? 15 Sekunden, mehr, länger, wie auch immer. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich bin mal gespannt, wie das die Kollegen machen, ob es die Kollegen machen. Und ich könnte glatt noch eins trinken. Im Endeffekt, beim nächsten Mal stelle ich mir hier 5 volle Gläser hin. Und wer 5 volle Gläser am schnellsten trinkt, und dann habt ihr einen richtig schönen Bananenbauch. Da schon wieder los. Die Hinax, ne? Das war's von meiner Seite auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.